Ende des Tages. Zu Hause. Spät. Für euch alle. Friederike Mayröcker. Was brauchst du? Was brauchst du? Einen Baum? Ein Haus zu ermessen, wie groß, wie klein das Leben als Mensch. Wie groß, wie klein, wenn du aufblickst zur Krone, dich verlierst in grüner, üppiger Schönheit. Wie groß, wie klein, bedenkst du, wie kurz dein Leben, vergleichst du es mit dem Leben der Bäume. Du brauchst einen Baum, du brauchst ein Haus, keines für dich allein, nur ein Winkel, ein Dach, zu sitzen, zu denken, zu schlafen, zu träumen, zu schreiben, zu schweigen, zu sehen, den Freund, die Gestirne, das Gras, die Blume, den Himmel. Geschrieben hat sie dieses Gedicht. Natürlich für Ernst Jandl, mit dem sie zusammengelebt hat, der allerdings im Jahr 2000 starb. Dieses Gedicht ist aus einem Gedichtband mit Gedichten von 1992 bis 1996. Und da hat er noch gelebt. Die Grande Dame der österreichischen Lyrik, deutschsprachigen Lyrik. Fast 100 Jahre ist sie geworden, fast. Vor kurzem gestorben. 1924 geboren. Wahnsinn. So ein schönes Gedicht. Du brauchst einen Baum, du brauchst ein Haus. Keins für dich allein, nur einen Winkel, ein Dach. Zu sitzen, zu denken, zu schlafen, zu träumen, zu schreiben, zu schweigen, zu sehen, den Freund, die Gestirne, das Gras, die Blume.